Melody, ich schwöre dir, wenn du jetzt wegfährst, bekommst du eine deftige Ladung Hausarrest, sobald ich dein Papa bin. Ich schwöre. Jetzt werd vernünftig und lass uns beide einsteigen. Mach das Auto auf. Ja, aber... Aber Danny... Ja, das ist ja jetzt dein Fehler. Geht's dir gut, Schatz? Baby Bubu. Warte mal kurz. Baby, Schatz. Warte, Schatz, ich komm zu dir hinten rein. Zuckerschnecke-Törtchen. Ach, nee, Bunny, ich komm mal zu dir. Oh, I love you. I love you too. I love you so much. Kannst du uns zurückfahren, bitte, Melody? Ich gebe euch maximal 2 Stunden. Ihr zieht das eh nicht durch. Wir werden heiraten, da kannst du aber drauf wetten. Nein. Nein. Da. Fahr uns doch zum DOJ, der Kommissar direkt hinter uns. Hört mich auch, ich habe leider noch ein Meeting. Das muss ich erstmal abwickeln. Achso, ist ja kein Problem. Jonathan, schläfst du denn dann heute bei Daddy im Bett? Ja. Hm? Schatz. Ja? Ich würde gerne mal mit dir was ausprobieren, was ich noch mit keinem gemacht habe. Zeige ich dir später. Ah, okay. Okay. Sei doch froh, Melody. Jetzt hast du eine glückliche Familie. Hast einen Boyfriend. Alles ist super. Hey, oder ich nicht? Ich würde gern mal den Pinsel, ne? Den kannst du doch mal nach Hause ändern, wenn du willst. Ja, richtig. Finde ich auch echt spannend. Wir müssen auch mal kennenlernen, so richtig, auf privater Ebene. Ja, ist auch, also wir sind auch nicht peinlich oder sowas. Er blufft. Nee. Doch, er blufft. Wie sollen wir es denn sonst noch beweisen? Ich meine, wir halten Händchen. Ihr seid morgen wieder Feinde. Okay. Wenn du das so denkst, pass auf. Da steht ein Auto von uns. Ja, von uns. Ich werde dich nicht. Ey, du kannst mich hier absetzen eigentlich. Das wäre echt nett. Echt? Ach nee, aber ihr wollt auch noch ein bisschen Zeit zusammen verbringen. Nee, wollen wir nicht. Ich muss gerade noch was anderes machen. Nee, heute nicht. Ja, dann fahr mich jetzt zur Tanke. Die Tanke war hinter uns. Ja, hallo? Ja, hier ist Glück. Dein angeblich bester Freund. Ich glaube, wir haben noch ein paar Sachen. Ich will nicht schlafen. Ist mir eins zu viel. Kannst du mich hier ganz kurz bitte absetzen, Melody? Ja, mach ich doch grad. Moment, Luke, wir reden gleich. Okay. So. Schatz, wir sehen uns. Dann. Die ist offiziell in einer Beziehung. Im Wienet steht das. Wenn es im Wienet steht, dann ist es durch, Laser. Du bist so dumm. Ich rede von Hartman. Ach so, ist denn Hartman? Naja, der mit dem harten Man. Wie? Du bist ja doof. Willst du von dir selber in der dritten Person? Okay, pass auf, wo willst du dich treffen? Ich muss doch gerade was... Nee, wir müssen... Wollen wir uns treffen oder wollen wir hier reden? Nathan! Ich finde Treffen schon cooler, an irgendeinem geilen Ort. Okay, ich verstehe. Okay, pass auf, ich muss noch ganz kurz eine Sache abwickeln und dann rufe ich dich gleich wieder an. Nicht das Unicorn. Ich rufe dich gleich wieder an, ja? Gut, bis gleich. Soll ich direkt Yoshi mitbringen? Mach wie du willst, lass mich überraschen, nicht spoilern. Okay, bleib geheim. Gut, bis dann. Oh, scheiße! Oh, Rich... Oh mein Gott, ich hab jetzt mit Dingen... Oh... Ich hab verwechselt! Ach, ist egal. Oh, scheiße, Junge. Ja, warum heißen denn beide Man mit Hinternamen? Nachnamen, meine ich. Richmond kann auch Hartman sein. Stimmt, das eine schließt das andere ja nicht aus. Ey, gut kombiniert. Ich hab... Im Krankenhaus. Halt dich, Mann. Halt dich, Aurier, wo bist du? In dem gelben Auto, wo bist du? Wir sind drin, ich hol sie jetzt, ich lock sie jetzt raus. Okay, dann sollt ihr in das gelbe Auto einsteigen, ja? Ich weiß nicht, ob die mitkommt, die ist im Dienst. Ich mach das dann hier. Dann,
Ich, Was soll ich aber hier sagen, sag schnell. Einfach rauskommen, es ist wirklich wichtig oder so. Und dann. Aber willst du mit dir reden? Ja, dann offenbaren wir uns. Ich alles gut. Ihr habt eine Tiefgarage. Ich soll in die Tiefgarage kommen. Ja? Die fährt einen Krankenwagen, wir fahren einfach hinterher. Zeig dir, wer der Mann ist. Wo denn fährt sie? Fahr schnell raus. Das ist jetzt eingestellt in den Krankenwagen. Wer der jetzt losfährt gleich? Der oder die? Mach auf! Das. Mist, hast du was im Gesicht? Da ist sie. Ey, ich bin Zeuge, ich bin Zeuge. Entschuldigung. Sie wurden angefahren, ich bin Zeuge. Alter, sind sie hässlich, lol. Tschüss. Wie sieht die denn aus? Was ist das denn? Ist das ein Kunai? Warum hat die einen Einsatzrucksack? Ist die ein Ninja? Was sind sie denn? Bitte? Was sind sie denn? Polizistin? Sie sehen aus wie ein Ninja. Das ist Absicht. Ich dachte, das ist ein Kunai, was ihn da raushängt, aber es ist ein weißes Bändchen. Ist ja, das eine Briefbombe? Gehen Sie mal dran, dann wissen Sie es. Na, auf gar keinen Fall. Darüber reden wir noch, aber sollte ich heute sterben, dann versprecht mir, dass ihr Sigi... dass ihr sein Herz rausschneidet. Ja, aber mein Lord. Rechtsleber ist das. So wie er meins rausgeschnitten hat, heute in diesem Raum. Schwein. Du schaffst das. Auf Wiederhören. Time to stay. Ja, die müssen alle mit. Wir fahren mit. Ja, wir kommen gleich. Gut. Wir bleiben noch hier. Brauchen Sie ein Taxi? Gaffen Sie denn hier so? Hier wurde gerade jemand verletzt und Sie gaffen. Wollen Sie auch noch Fotos machen und die im Internet hochladen? Ach so. So. Und dann lassen Sie es sich schmecken, ne? Wirklich was... Taxi? Vielleicht? Nein, danke. Wir haben... Ja. Zum Heimpreis. Ich fahr lieber ein richtiges Auto. Richtig. Richtiges Auto. Jetzt komm mir da nicht mit der Matchbox-Karre. Dann enttäuschst du mich. Alter, wie peinlich. Naja gut, Geschmäcker sind verschieden. Wobei das wahrscheinlich unter Strafe gestellt werden sollte. Loser. Einmal pitten, hinten rein. So, zack. Hinten links, ja. Ja, das hat aber keinen Sinn. Susanne macht Krankenhaus. Das macht keinen Sinn. Ich treffe mich mit Susanne. Hallo? Ja, ich hab's nicht geschafft. Die ist im Einsatz. Ich krieg sie nicht. Fuck, ey. Ja, Weiber. Scheiß auf Weiberkram. Scheiß drauf, Digga, wirklich. Also wie... Wenn die Olle keinen Bock hat, dann scheiß drauf, Digga. Weißt du, was ich meine? Ja, die arbeitet auf einmal. Hä? Ja, zu mir Die war voll letztes Jahr, hat gesagt, ja, ich hab Zeit und so. Ja, und dann meinst, ich hab Dienst. Und dann auf einmal, okay, verstehe ich.
Wo bist du, Bruder? Ich bin am Stadtpark, hier ist aber nichts mehr los. Ja, wir kommen jetzt sofort, wir müssen alles was klären. Mit wem denn? Bis dann. Bitte auch mit dir. Okay, bis gleich. So! Ja? Ach, Johnny Bärchen, ich vermisse dich so. Wo bist du? Ich vermisse dich auch, ich bin am Start deiner Tanke. Kommst du im Roten Parkhaus auf dem Dach? Ammunition oder ich was? Ich kann nicht ohne dich, ja, bitte. Okay, alles okay. Hey, ich hab mich gerade. Wir müssen Pärchenbilder machen. Okay. Ja. Aber boah, ich bin gleich da. Ja, bis gleich. Oh nee, das mach ich nicht. Was du verpasst hast? Den Crash auf jeden Fall nicht, da warst du live dabei. Nix Besonderes. Liebeleien. Wie es halt immer der Fall ist. Nee, der Termin mit wem denn? Nee, das hat keinen Sinn gemacht gerade. Ey, ich darf nicht in den Chat gucken, sorry. Oh Mann. So. Ich kann nicht rangehen. Weil ich rauche. Hallo? Ich bin an dem roten Parkhaus, Ammunition. Okay, komm mal. Ey, guck mal, jetzt einmal zu, Digga. Ich hab Griff gesehen, gerade versucht zu verkuppeln mit Emma. Ja? Yeah. Die, ne? Die Rothaarige. Ja? Yeah. Der war voll so, nee, und so ein auf den und so, weißt du? Ja? Yeah. Aber dann hab ich den versucht zu erklären, wie das ist. Weißt du, was du auch mir erklärt hast? Und so mit Ficky hier, Ficky da, aber am besten ist es zu Hause, wenn deine Frau auf dich wartet. Ja. Kannst du ihm das auch besser erklären, mein Freund, wenn wir es wollen, ne? Weil Griff versteht das gerade nicht, Ich verstehe. Ich bring ihn zu dir, okay, Digga? Ja, ich verstehe. Wir wissen immer, wie es mit Frauen so, weißt du? Verstehe. Auf dem Park der Combination, oder was? Ja, da kommt gleich aber noch Hartman und Richman, meine ich. Ja, wir sind in 3 Sekunden da, bis dann. Alles klar, bis gleich. Oh nein. Oh, ich kann mal weiter. Ja, ich kann nicht rangehen. Ey, ich kann nicht rangehen. Johnny? Oh. Johnny? Junge, sag nicht, du bist da runtergefallen. Ist er da runtergefallen? Johnny, hallo. Ja, aber wie, hä? Now, what the fuck did you do to the car? Oh, shit. Scheiße. Is he dead? Weiß ich nicht. I hope so. Du bist ja Susanne an, ist mir egal. Who is Susanne? Deine Lady. Wie kann man da runterfallen? Ist der dumm? Yes, look at him. Yeah, he looks stupid, acts stupid, does stupid decisions. Wo ist jetzt Griffin? Oben auf dem Parkhaus. Der nimmt das Auto da, glaube ich, weg. Yeah. Ja, Griffin ist richtig so ein Mitarbeiter, ne? Ich weiß, ey. Der Mager, ne? Der hat richtig Bock, ey.
gut. Now you need to explain me, Stefano, yeah? Wie funktioniert Physik, yeah? Dass du fährst runter ohne Auto, aber nur du. Ja, das weiß ich auch. Warum macht er das? Ich verstehe das auch nicht, warum er da runtergefallen ist. Ja, siehst du, der hat Handy in der Hand. Was ist mit ihm? Der hat Handy in der Hand, wahrscheinlich ist er deswegen runtergefallen. Ja, was lernt man raus? Ja. Handy weg am Steuer. Handy weg am Steuer, ne? Aber erklär mir mal eine Sache. Ja. Wenn er da oben stand mit diesem Auto, warum steht es da am Abgrund? Das frage ich mich auch gerade. Das ist Ammunition. Damn! Das ist doch Ammunition, oder? Ja, das ist Ammunition. God damn, man! So, ich hab dir gesagt, dass wir mal ein bisschen leise sein sollen, weil wir hier gerade was klären. Okay, also. Dann Schalldämpfer benutzen. Trotzdem. Also. Ja. Ihm geht's ja jetzt scheinbar nicht gut, ne? Aber wenn es ihm jetzt noch gut gehen würde. Ja. Dann würde ich ihm jetzt meine Knarre an den Kopf halten, weil er mit meinem Auto da oben stand. Ah, das ist dein Auto? Ja. Und davor, er hatte mein Auto. Das ist doch wieder so eine kleine Scheiße. Hey, Griff, ganz ruhig, Griff. Alter. Vielleicht hat er eine Erklärung. Griff. Ja, genau natürlich deswegen, hat er eine Erklärung. Genau deswegen wollte ich, dass du eine Frau natürlich mit dir hast. Natürlich hat er eine Erklärung. Er hat heroisch die zwei da oben gefunden und wollte sie retten. Und bei dem Versuch, sie zu retten, ist er da runtergefallen. Ja, natürlich. Mal, Griff. Natürlich. Griff, ganz kurz. Genau deswegen, genau für solche Momente wollte ich eine Frau an deiner Seite. Die macht mich nur noch wütender. Glaub mir, Emma macht dich nicht wütend. Nein. Griff, Emma... Die beruhigt dich. Wirklich. Nee. Glaub mir, Digga. Du noch, Emma. Ich hab ja Juna, ich hab da eine Frau. Fuck Juna. Was war mit der schwarzen Juna da eben? Ja. Welche Juna? Ja, na, die andere Juna. Da. Schwarze Juna? Ja, Jessica meint ihr. Das war Susanne, Junge. Nein, das ist Susanne, was laberst du? Ja, Susanne was ist 90 Jahre alt. Welche? Was für Juna? Ich kenne meine Juna. Gerade beim Café. Oder da, was das war. Achso, die Adi. Das ist, ich habe schon ihren Namen vergessen. Ah. Was wollt ihr denn, Jungs? Nothing. Gönnt ihr mir nicht, oder was? Gönnt mal, Junge, was ist da los? Doch, ich gönn alles, aber ich will nicht deine komischen... Deine komischen, Reste haben. Oder? Emma ist doch nicht mein Rest. Emma ist für dich, Junge. Für dich beschrieben. Ja, brauche ich nicht. Griff, also wirklich, hast du schon meine Frau? Hast du Arzt gerufen, ja? Oh, Johnny, okay. Alles in Ordnung, mein Freund. Ich habe da um zwei Leute gesehen, wollte sie heroisch retten und bin dabei selbst runtergefallen. Griff, jetzt helf ihm nochmal. Ja. Nee. Johnny. Johnny, alles in Ordnung, komm, steh auf, mein Freund. Okay, alles sieht gut. Sieht ja halb so wild aus. Ja, alles gut. So. Scheiße, Johnny, ja. Vielleicht kannst du ja mal Griff mit Vicky und Vicky da erzählen. Was denn? Ja, der hat eine Freundin, also der hat mit einer Frau geflirtet, aber der will irgendwie was nicht. Was labert der? Der will, dass diese komische Emma irgendwas mit mir macht, aber ich hab keinen Bock auf jetzt sag mal die. Zu, Digga. Jetzt hat Johnny dir was zu erklären, Digga. Komm, Digga, erklär mal, Digga. Ich sag dir was, Digga. Ganz ehrlich. Weiber und so, ne? Du nimmst ja die eine mit nach Hause, nimmst ja die andere mit nach Hause und dann hast du eine kurze Ficky-Ficky-Session und dann packst du die weg oder was. Aber ich sag dir mal eins. So eine richtige Frau. So eine richtige Frau, die dann... Abends, wenn du von der Arbeit kommst, auf dich wartet, dich mit dir einkuschelst, ein Filmchen guckst oder so und dann ganz zärtlich, ach scheiß auf, Digga. Ich schieße euch gleich beide über den Kopf. Schnell, Digga. Und dann kraut sie dir den Kopf und so. Das ist unbezahlbar, das ist nicht einzutauschen. Sowas braucht man halt. Jeder braucht jemanden. Weißt du, was ich meine, Digga? Ja, Digga, sowas brauchst du, Digga. Weißt du, was ich meine? Weißt du, Digga? Jetzt versteh mich nicht falsch, Digga. Aber Frauen, Digga. Digga, glaub mir. Nein, Digga, nicht diese Schiene, Digga.
Okay, Digga. Okay. Aber verstehst du, was er erzählen will, Digga? Nee. Was er erklären will. Also, du brauchst immer, eine. Du brauchst auch eine. Ja, du brauchst immer, Digga. Immer die krault dein Jarak, Digga. Ich hab das Gefühl. Haare, meine ich. Ich hab das Gefühl, jede Sekunde, die ich hier stehe, wächst mein Hirntumor weiter. Damn! Aber wenn du immer. Crawling, ich sag dir, wenn immer neben dir steht, da wächst was anderes, Digga. Nicht nur bei dir, ehrlich. Ja? So. Also, schnapp sie die Tiger und sorg dafür, dass er richtig. Okay. Ja. What? Aber du so, was machst du jetzt hier mit dem Zweiertaxi? Ich steife Nippel. Was? Was machst du jetzt hier mit dem Zweiertaxi? Warum steht das hier am Abgrund und du liegst hier auf dem Boden? Das habe ich auf der Straße gefunden, wolltest du nur sicher Gewahrsam bringen. Na, wolltest du dir das hier oben auf dem Dach sichern? Ja. Ja. Und wer waren diese zwei Gestalten? Ich musste echt knapp einpacken, das war alles andere halt blockiert. War voll oben. Stimmt, ja. Hm. Sind die jetzt alle weg oder wie? Keine Ahnung, war doch noch bei mir war doch noch alles voll. Melody hat dich angezeigt. Ja, bei mir war doch noch alles voll. Was? Melody hat dich angezeigt wegen Entführung, ja. Okay. Damn. Warte, mich auch. Wir sollten da eigentlich da oben sein. Ich ruf mal Richmond an. Ruf mal Melody an. Du liebst Richmond, hab ich gehört. Ja, wir heiraten. Hallo? Hey, wo bist du, Schatz? Melody? Bei mir zu Hause gerade. Ich erfinde gerade, dass unsere Kinder hier herumvögeln. Oh Gott, das gebe ich mir nicht. Viel Spaß. Wie was, Alter? Melody, der wollte... Wir brauchen eine Quick-Easy-Zug in die Hühnerfabrik. Ja? Ja, ich muss ein bisschen gerade sagen, dass ich dich vermisse. Ich vermisse dich auch, Honey Poku. Nein, ich vermisse dich. Ich vermisse dich wirklich doll, Baby. Kommst du gleich vorbei? Und bring ruhig den hier Umschnall-Dildo mit. Du bist immer so direkt, Schatz. Mache ich. Bis dann. Ciao. Ja, ja, ich liebe dich auch. Liebe dich auch, Schatz. Bis gleich, Baby. Bis gleich. Wollt mich denn gerade Taser? Alter, was machen die denn hier? Ich habe eine dicke Gummisohle. Ich habe von draußen gehört, dass sie nicht getroffen haben. Schämen Sie sich. Ich wollte gerade wissen, warum die Taser haben, aber krass. Polizei halt, ne? Also nichts krank. Ja. Ja, okay, Leute. Ja? Ich lege mich dann schlafen. Melody knallt gerade mit Pinsel, das weißt du, ja, ne? Ja. Also, glaubt ihr wirklich? Also, glaubt ihr wirklich? Ja, die meint auf jeden Fall. Gucken, ja? Ja, ja, oh Gott. Aber wo sind die denn? Ja, bei Richmond sind die. Er hat mich auch gefragt, glaube ich. Lass mal kurz danach, der wollte dann aber auch mit mir, weil er geil geworden ist. Das ist voll weird dort irgendwie. Ich will. Ist der dumm? Hä, wieso wird der geil? Alter, der Junge ist so pervers, ich schwöre bei Gott, Junge. Wie kann der geil werden, wenn er seine eigene Tochter hat? Ich kann mir das echt nie. Weil seine eigene Tochter. Lass das Auto, oder wenn du was vom Wagen nehmen wir, den Zweier? Ja. Wir haben doch hier vier Sitzer. Ey, was? Achso, wir müssen das Taxi doch eh mitnehmen. Als ob ich mein Auto hier stehen lasse. Lass hier einsteigen. Ja, komm, lass hier, Griff. Junge. Ey, Griff, Digga, wirklich, du brauchst eine Frau, Digga. Was? Brauchst du nicht. Nee, brauch ich auch nicht. Ich sag dir, die bringen nur Probleme, Digga. Mach dir das, gib dir das nicht. Weißt du, wo die sind, Johnny? Ja, Probleme, Digga. Ja, bei Richmond. Okay, dann weißt du, wo die sind, Digga. Griff, Digga. Alles in Ordnung, Digga? Was ist los, Digga? Hä? Ja, komm, schnell. Na, jetzt erzähl ich, Digga, scheiß auf ihn. Ja, Digga, erzähl doch mal, Digga. Was ist denn ein Problem, Digga? Erzähl doch, Digga. Ja, erzähl doch, Digga. Wir sind hier unter Männer, Digga. Komm, Männergespräche. Ja. We are underneath Männer, Digga! Erzähl dir, Griff, Digga, was ist dein Problem, Digga? Ich komm vorbei. Also, ja, oh, wo bist du denn? Ja, ich bin auf dem besten Wege. Komm. Ja gut, dann warten. Ah, shit! Here we go again. Yes. Okay, Digga. Also, jetzt verstehe ich das richtig. Richmond war geil, als er Melody mit Pinsel gesehen hat.
What the fuck? Ja, er hat gesagt, ich soll so Dinge mitbringen, die ich nicht aussprechen will. Spielzeug zum Umschneiden oder so. Auf jeden Fall hat er gemeint, er wartet auf mich und ja. Richmond und ich, diese... Ja, Leute, ich ganz ehrlich... He wants to fuck you in the ass, yeah? You have a G-Punkt in your asshole. Maybe he wants to taste it, yeah? Okay. Junge, Junge, du kannst gleich gut aussehen. Ja, yeah, yeah, bitte, jetzt yeah. Hör auf endlich. In China, wir experimentieren viel rum. Nee, bitte, hör auf, bitte. Wolltest du, hast du deinen G-Punkt getroffen? Jemand hat deinen G-Punkt getroffen? Okay, yes. Okay. Bitte, hört auf, ich kann das nicht. Hey, warum bist du jetzt auf einmal so schüchtern? Was soll das? Alter, so habe ich noch nie geredet. Wieso? Also, das kann nicht so ernst sein, wenn dir jemand den Finger in den Arsch schiebt. Prostata-Stimulation, das ist eine ganz normale Sache. Oh nein, er hat schon... Schatz, du bist ja schon fertig. Was? Oh mein Gott. Baby. Was ist, Schatz? Entspannt euch mal alle. Ja, es ist was passiert, Stefan, das verstehst du nicht. Ja, aber... ich habe ein paar Masseur uns besorgt, der wird uns jetzt auf der Couch durchkneten. Was passiert hier bitte zum Teufel? So eine Scheiße! Alter, wer bist du? Oh shit, ich kenn dich! Hey, du bist da! Von Weasel News? Ich bin ja von Weasel News. Morgen gibt mein erstes Video online, die Piepshow, Leute! Piep, piep, die werden jetzt poppen. Berichte das. Berichte das. Mal gucken. Ja, berichte das, wenn die poppen, okay? So. Kinder, könnt ihr bitte in euer Zimmer gehen? Wir wollen gerade ein bisschen hier. So. Ja? Wir sind nur Zuschauer, also. Sag mal, was für einen verfickten Fetisch lebt ihr eigentlich aus, wenn ihr immer Leute einladet zu euren Scheißorgien? Doch Toni, dachtest mal. Wir tanzen! Hey, Pinzo, how are you? So eklig wie Bundesjugendspiele. Ach, ich bekomme Heuschnupfen. Ja, du bist die Motti am Schubsen. Schubst alles wie mal weg, willst in Scheibe völlig. Ultras im Rücken, bleibst trotzdem im Bericht. Toni, gib nicht auf, sie will an die Spitze. Doch es fehlt ein Meter, dafür brauchst du eine Stütze. Machst Eindruck bei Pinsel für die Reichweite. Bekommst du diesen Diss, geh mal die Seite. Nach diesen Bandscheins ist die Nase ganz schief. Sorry für den Bruch, doch du wolltest den Brief. Hochzieh mit Pinsel wie Lidschatten. Doch seine Homies kommen aus dem Windschatten. Denn Essen soll immer schnell auf den Tisch. Keine Sorge, wir liefern ab dem Fisch. Das ist die O7 King, sag ich dir. Wir machen dich fertig. Wir sind ein paar Typen. Warum? Oh nein. Du kannst oh nicht mein gehen. Gott. Warum, Melody? Aber was soll denn das denn jetzt? Warum ist er denn jetzt zu gerne fest? Ja, hä? Ich war schon auf dem Boden. War. Oh, ich komm nicht verwirrt. Doni ist fertig. Ja, das ist ja, aber die waren ihm leider nicht da. Hey, ich hab keinen Bock mehr zu warten jetzt. Warum liegt er denn? Was passiert hier? Warum liegt er denn? Ja, der lag auf dem Boden, von deswegen. Warum liegt er denn? Bist du wo? Warum bist du jetzt so sauer, ey? Ich wollte ihn nur auseinander. Ja, Melody, dann... ich finde das nicht in Ordnung, wie du dein. Ja, du wolltest ihn nur auseinandernehmen, schau ihn dir an. Verprügelt hast. Jetzt hast du ihn auseinandergenommen, ja. So, also ich wünsche euch viel Spaß bei eurer Entfaltung der freien Liebe. Ja, ja, ganz ey, kannst du mich mitnehmen? Kannst du mich mitnehmen, bitte? Bist du Fahrer? Ich hab kein Auto. Oh Mann! Weißt du, wo sind die hin? Wir sind gefahren, ich sag's dir. Wir sind die ganze Zeit belegt, warte mal. Ja, bis wir hier sind. Ey, sag mal, Richmond, was wird das eigentlich jetzt mal im Ernst? Was denn? Warum willst du jetzt auf einmal Johnny fegen? Ja, wir haben uns verliebt. Mann, ich wusste nicht, dass er direkt umfällt. So, okay, Mann, passiert. Ach. Warte, ich rufe an, das klingelt jetzt. Hm. Müssen wir uns noch entscheiden, wie wir denn später heißen? Meint ihr, ne? Meint ihr, Johnny, ne? Wäre jetzt voll sauer. So richtig sauer war der jetzt auf dem Boden. Stimmt. Meint ihr, der steht so, keine Ahnung, der so, der ist jetzt ach, ich weiß auch. Was geht denn jetzt ran? Honey, komm. Ich hab gerufen, Arzt, Stefan. Steh wieder auf. Ja, wie oft soll ich noch klingeln lassen? Hier ist jemand auf dem Boden. Ich hab schon gerufen, Dispatch. Dispatch musst du draußen machen, ne? Hab ich, ja. Also, Entschuldigung, soll ich Dispatch schicken? Hab ich schon, you dumb fuck? Ja, warum? Achso, okay, okay. Ich dachte gerade, du wolltest was von ihm. Griff war auch hier übrigens, wenn du schnell bist. Johnny liegt auf dem Mann, aber Griff ist, Griff. Ey, ist Griff weg, Lee? Yes.
Oh, das ist scheiße. Ja, jetzt ist der weg. Gut, bis dann. Da ist er immer wollte kommen. Ey, Leute, Leute. Wir werden die Tage Griff mit Emma verkoppeln, okay? Okay. Oh Gott. Ja, ich hab schon im Radar da ein bisschen so. Ich hab die ein bisschen flirten lassen und so, weißt du, was ich meine? Mhm. Das war Griff so unangenehm. Glaub mir, Griff hat innerlich mich von A bis Z beleidigt. Hätte die gerade nach unten gerannt? Yeah, ich schlaf's immer. Ja, die bumsen ich, jetzt da unten, Digga. Ich sag's dir, wie es ist. Ey, vielleicht penne ich heute hier, ne? Ich hab keinen Bock nach Hause zu fahren. Mhm. Gute Nacht, ihr. Kein Klatschen, bitte. Ich gehe dann jetzt die Hundehütte, ja? Hm? Okay, also. Okay. Oder möchtest du was dagegen sagen, Melody? Nacht. Ja, der kann sich nachher wieder reinsneaken. You sleep in doghouse? Schau ab, Motherfucker. You sleep in a doghouse? Ich schlafe in der Matte. Ah, Matte. Im Schlafsack. Are you dumb? Nein, you I'm in, Pinsel. You are in a luxurious house. Sleep in the fucking bed. Schlafsack, Sir. Ach, Baby, jetzt komm doch wieder zu dir. Ja. Meine Fresse. Dramatischer Abgang. Yippie. Warte kurz. Wenn er hat die Hände oben, Melody. Geklatscht. Kannst du dich bitte um Johnny Gard kümmern? Ich hab die Fresse. Kannst du dich bitte um Johnny kümmern? Ja. Du bist auch schuld. Vielleicht bin ich zum Mutbad. Hallo Johnny, so, vielleicht erreiche ich dich hier irgendwie. Ich hoffe, du hörst mich. Ich fand. Wie lange redet die denn? Oh. Are you ready? Ja. In Teng Tong Ti, Dang Huang Ti No, Si Si No Di San Shi, Tu 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 Dang Tao, Tu La La De Ti De. Repeat after me. Tu La La De Ti De. Das ist aus dem Lied, das kenne ich. La. So, das hat sich hier für mich auch erledigt. Schön. Abend noch. Ciao. Yes. Johnny, bleib doch hier. Johnny. Okay. Ja, sie Baby. Sind getrennt. Baby. Bleib doch hier. Was hast du denn hier? Zum Teufel. Der Herr braucht dort seine Behandlung. Ja, bitte nehmen Sie ihn mit. Guten Abend. Dein Ernst, Melody? Ey, die sind jetzt wegen dir hier, lass dich wenigstens behandeln, Junge. Der Junge, das war Susanne. Ich hab keinen Bock auf die alle. Die machen das eh kaputt. Hey, Susanne hier. Susanne. Rede doch mit Susanne. Ja, aber nein, die machen das eh kaputt. Ich hab keinen Bock mehr. Nein, ich mach das jetzt nicht. Junge. Ja. Susanne, komm mal. Nee, ist zu viel. Das bringt eh nichts. Bei so vielen Leuten ist es. Da kannst du kein vernünftiges RP machen, weil da mal alle reindingen. Da kein Spaß. Ja? Ja, Laser, wie sieht's denn aus? Tut mir leid, nee, ich werde einmal nur die ganze Zeit zu Grund und Boden getreten. So, wo wollen wir uns treffen? Winewood Bowl. Winewood, was? Eine Bode? Winewood Bowl, genau, Theater ist das. Oh. Parkplatz. Ja, kannst du mich abholen? Ja, wo denn? Winewood 649. Hills, das sind die Hills. Das ist neben der Bowl. Warte mal, ich komm doch zur Bowl. Ich lauf einfach Luftlinie. Ja, das ist bei Richmond zu Hause? Nee.
Bis gleich. Ja, dann bis gleich bei der... Oh Mann. Ja? Na, grüß dich, mein Freund. Wer bist du jetzt? Wie sieht's aus? Möchtest du dein Geld haben? Was für ein Geld denn? Du weißt ganz genau, was für dein Geld. Die 12.000? Da. Nö. Die bringen nicht die Käsebrötchen, die sind so... Die sind so... Dingens. Die sind zu viel. Ich kann nicht, ich mach gerade andere Sachen erstmal. Die bringen nicht viel. Ne? Kampfkeks, vielen Dank für die 8 Monate. Warum hast du das gemerkt? Wie? Oh shit. Oh mein Gott, ich werde gleich wieder runterkullern. So, okay, was wir jetzt machen werden? So. Mazel Tov, vielen Dank für den ersten auch. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Es ist wichtig, dass wir das mit Luke machen. Mit Luke habe ich, das wird Spaß machen, glaube ich. Kann ich meine Anime... Ach, ist egal. Wo bist du, Baby? Ich habe keinen Bock auf diese Chaos-Truppe. Ich reiß aus. Bis dann. Oh. Ja? Hey Johnny, it's me, Lee! Ja? Where are you? Ich bin gerade Richtung Flughafen. Richtung Flughafen, aber where are you now? Auf der Straße, Highway. Zu Fuß? Nee, Auto. Oh, okay, send me your location, I want to talk to you, four eyes. Bist du dumm? What did you say? Ich werde damit hier nicht reden. Außerdem haben wir keinen richtigen Strang zueinander. Das ist unwichtig. Ist wichtig. Ist es Sidequest? Nee. Yes. Hey, pass auf. Ich erledige gerade noch andere Sachen, ja? Und ich will einfach mit euch nichts mehr zu tun haben. Ich reiß aus. Das ist mir zu viel mit euch. Ich bin weg. Listen. I hope your plane crashes, yeah? Ey, man wünscht niemandem Flugzeugabsturz, du dummes Arschloch. Weißt du, dass das dann vielleicht doch passieren kann? Und dann fühlst du dich schlecht. I hope so. I hope your plane crashes, yeah? I hope you go to hell, motherfucker. But if you don't want to die, tell me where you are. Auf Nimmerwiedersehen, Lee. Bye bye. Und wenn ich abstürze, dann genau über dem Haus, wo deine Familie in China lebt. Ja, yeah, warum nicht? Was? Ja, yeah, fuck them! Okay, bis dann! Ah, ich kann die Zeit auch erstmal nutzen, um die ganze Zeit irgendwas geben, weil ich sonst gleich wieder sonst vom Ding ins Fall. Magic Marks Zuckerstange? Rübchen? Oh, die sind da. Ich esse ein Eis. Ich sehe geil. Wie viele? Ich glaube, es sind mindestens 3 Leute. Auch nur 2.